Herr Präsident, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in diesen Tagen der Spannung zwischen dem Westen und der Islamischen Republik wegen Ihres Atomprogrammes. Was glauben Sie als Präsident dieses Landes, wie wird sich diese Frage in Zukunft entwickeln? Im Namen des allmächtigen und barmherzigen Gottes, Herr, nähere das Kommen des 12. Imams. In Gesundheit und siegesbewusst lass uns dessen Helfer und Begleiter sein. Zuerst begrüße ich die Zuschauer in Deutschland, wen immer, wer dieses Programm sieht, und hoffe, dass dieses Jahr ein Jahr erfüllt wird von Freundschaft, Frieden und Brüderlichkeit für alle Völker. Spannungen wegen unseres Atomprogramms gibt es nicht. Einige westliche Regierungen sind schon 30 Jahre gegen uns. Das kennen wir schon. Vor der Islamischen Revolution gab es im Iran weder Wahlen noch Demokratie und keine Freiheit. Ein totalitäres System war an der Macht. Und die westlichen Regierungen, die heute gegen uns sind, haben damals den Diktator völlig unterstützt. Mit der Islamischen Revolution kamen Freiheit und Wahlen, und das iranische Volk entschied allein über sein Schicksal. Ab dem ersten Tag der Revolution waren einige westliche Regierungen gegen uns. Sie haben Gruppen unterstützt, die gegen uns Terror einsetzen. 16.000 Iraner sind bei Terroranschlägen umgekommen. Und diese agieren weiter frei von Europa aus und arbeiten mit einigen europäischen Politikern zusammen. In seinem 8-jährigen Krieg gegen den Iran wurde Saddam Hussein von diesen europäischen Ländern unterstützt. Saddam Hussein hat chemische Waffen eingesetzt, unsere Städte bombardiert, wehrlose Menschen. Sie haben ihn unterstützt. Nachdem Saddam weg war, kamen neue Ausreden wie das Atomprogramm, die Verletzung der Menschenrechte. Es ist immer dasselbe. Spannungen wegen unseres Atomprogramms gibt es also nicht, denn wir handeln im gesetzlichen Rahmen. Wir haben das Recht auf Anreicherung und auf die friedliche Nutzung der Kernenergie. Aber die Iraner wissen, dass manche europäische Länder und Amerika nicht wollen, dass unser Land Fortschritte macht. Sie wollen nicht, dass wir uns moderne Technologie aneignen, und dazu gehört die Atomtechnologie. Genau die Länder, die eine Atombombe haben, wollen uns verbieten, friedliche Atomenergie zu nutzen. Und keiner kann uns diesen Widerspruch erklären. Wenn Atomenergie so schlecht ist, sollten die Europäer sich zuerst einmal von ihr trennen. Und wenn es etwas Gutes ist, sollten es alle besitzen. Warum sollen die Engländer, die Franzosen und andere es haben und Iran nicht? Warum eigentlich? Das soll uns irgendjemand erklären. Warum? Das ist doch alles ein politisches Spiel. Es wiederholt sich. Für uns wird sich in Zukunft nicht viel ändern. Iraner sind stark. Wir kommen ohne andere aus. Wir brauchen die anderen gar nicht. Weder in der Wirtschaft, noch in der Industrie oder in der Landwirtschaft.
Iran hat eine 7000-jährige Kultur. Auf Länder, die auf uns Druck ausüben, können wir verzichten. Natürlich sind wir mit der derzeitigen Lage nicht zufrieden. Dass sie sich gegen uns stellen, wollen wir nicht. Jene Länder schaden sich dabei nur selbst. Wir möchten freundschaftliche Beziehungen. Wir möchten Zusammenarbeit. Aber wir glauben, einige Politiker in Europa wissen gar nicht, was sie tun. Sie haben ihre eigenen Interessen und die europäischen aus den Augen verloren. Manche Länder können es sich gar nicht leisten, ihre Beziehungen zu Iran abzubrechen. Diese Erfahrung werden sie machen. 30 Jahre sind sie schon gegen uns. Und wo stehen die und wo stehen wir? Hat man uns aufgehalten? Unter dem Schah, der unterstützt wurde, herrschte im Iran totale Armut. 30 Jahre waren sie gegen uns. Sind wir zurückgeblieben oder haben wir Fortschritte gemacht? Sehen Sie sich doch um in Teheran. Sehen Sie sich in Iran um. Wir haben uns entwickelt. Wir brauchen Sie nicht. Aber wir möchten trotzdem Beziehungen zu Ihnen haben. Eine Ihrer Kritikerinnen ist die deutsche Bundeskanzlerin Merkel. Haben Sie eine Nachricht für Europa und die deutsche Kanzlerin? Haben Sie Vorschläge? Haben Sie Lösungen für die Atomprobleme? Atomfragen standen ja auch im Mittelpunkt einer Konferenz in Washington. Solange wir bei den Beziehungen und Entscheidungen nicht gerecht behandelt werden, wird dabei nichts herauskommen. Die Interessen, das Ansehen und die Zukunft Europas verlangen, dass die Rechte anderer respektiert werden. Wir meinen, die Europäer sollen nicht im Schatten der Amerikaner stehen. Sie müssen unabhängiger werden, damit sie in Zukunft auf der internationalen Bühne eine Rolle spielen können. Mit Deutschland haben wir in unserer Geschichte nie Probleme gehabt. Wir freuen uns über deutsche Erfolge. Wir freuen uns, wenn sie geachtet und frei sind. Dass ihr Ansehen bewahrt wird, dass sie nicht erniedrigt werden. Wir wünschen uns gute wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland, genauso wie kulturelle, aber wir kommen auch ohne sie zurecht. Wer in Europa ist denn unabhängig? Wo steht Deutschland international? Was für ein Problem haben die Deutschen mit uns? Warum soll Deutschland Opfer sein der Interessen anderer? Wir haben gegen Deutschland nie Stellung bezogen. Was hat Deutschland davon, dass es sich gegen uns stellt? Das ist eine ernste Frage. Wir glauben, dass freundliche und gerechte Beziehungen im Interesse aller sind. Das sollten sich Europas Chefs hinters Ohr schreiben. Iran braucht sie nicht. Beziehungen sind halt im Interesse beider Seiten. Sie haben die Wahl.